Sigoku, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Endergame Challenges mit dem besten Internetanbieter der Welt. Nee, ohne Witz. Ach Gott, ohne Witz. Siehst du, bist aber scheiße, ohne. Ich rufe den jetzt echt morgen an. Nee, morgen ist Sonntag, scheiße. Mann, wieso fällt mir das immer am Wochenende ein, dass ich den noch rufen wollte? Ja, auf jeden Fall habe ich heute auch wieder eine sehr, sehr schwere Challenge am Start, die sich diesmal sogar selbst entworfen habe. Ich habe mir richtig Mühe dabei gegeben. Die habe ich vorhin so spontan überlegt. Nee, ist eine sehr, sehr interessante Challenge, aber auch sehr schwer. Vor allem aufgrund der Tatsache, wie gesagt, mein Internet ist mal wieder das Beste. Man sieht's, ich baue Holz ab. Ohne Witz, bis einmal scheiße Swisscom. Letzter Dreck dieser Welt. Also wenn ihr mal in der Schweiz seid, seid niemals zu Swisscom. Das ist echt der letzte Abklatsch vom Internet. Ich weiß nicht, wie dumm die einfach sind, dass sie bei uns... Wir sind das richtige Ghetto-Quartier hier. Ohne Witz, das ist richtig scheiße. Auf jeden Fall heute mit einer Challenge. Sie nennt sich Half the Resource. Und wie der Name auch schon sagt, darf man nur die Hälfte der ganzen Ressourcen behalten, welche man in Kisten findet. Das heißt, ich muss immer die Hälfte davon direkt bei mir auf den Boden werfen, wenn ich eine Kiste öffne. Zusätzlich ist natürlich die Hälfte, welche ich auf den Boden werfe, die aufgerundete Hälfte. Das heißt, soll ich 7 Gold finden, muss ich 4 davon wegwerfen und darf nur die 3 behalten. Und kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit in der Gegend rumzupacken? Man sieht's wieder, bester Internetanbieter dieser Welt, Freunde. Ja, auf jeden Fall... sollte ich jetzt hingegen jemanden töten, darf ich die gesamten Ressourcen von dem behalten. Aber werde ich mit jemandem geportet, der gerade jemanden getötet habe, darf ich von diesem jemanden, welcher getötet wurde, nur die Hälfte wiederum verwenden, weil ich ihn nicht selbst getötet habe. Ebenso ist es auch, wenn ich jetzt mit jemandem geportet werde, welcher jetzt direkt am Craften war und der hat dann logischerweise seine Items dann noch auf der Werkbank liegen und davon darf ich dann ebenfalls nur die Hälfte behalten, was das Ganze halt eben noch erschweren soll. Übrigens, zu Ressourcen zähle ich jetzt nur die Rohstoffe, das heißt, Rohstoffe sind Gold, Silber oder Eisen und Diamanten. Also ihr seht schon, ich habe mir da einige Gedanken drum gemacht, wie kann ich die Challenge denn wirklich anspruchsvoll machen, wie kann ich die dann wirklich interessant machen vor allem. Ich meine, ich habe jetzt noch keine Rohstoffe gefunden, aber sollte ich dann an welche gelangen, dann wird es dann erst richtig interessant. Dummerweise werde ich jetzt gerade ein bisschen verfolgt hier und ich werde zusätzlich noch zurückgepackt, was das Ganze viel einfacher macht, logischerweise, ne. Ja, halt wieder Swisscom, ne. Leck mich doch. Jetzt werde ich dann eh geportet, das heißt hier... So, wusste ich's doch. Okay, also die Hälfte hiervon wegwerfen. So sieht das Ganze dann aus. Einen darf ich behalten, leider nur. Was halt nicht sonderlich cool ist. Aber es ist halt der Challenge entsprechend. Vorhin hätte ich auch einen Kill gemacht. Das war richtig traurig. Aber dann hat mein Internet so rumgebackt, dass ich von einem Link getötet wurde. Das war natürlich dann scheiße für mich. Da konnte ich aber wirklich nichts machen. Ich meine, ich war schon tot, bevor ich was machen konnte. Und ich habe auf den raufgehauen, wie es nur ein Bekloppter. Hat einfach nichts gemacht. Es ist einfach gar nichts passiert. Ah, jetzt gerade geht das Internet einigermaßen, was wieder gut ist. Das heißt, hoffentlich ein positives Omen für diese Folge. Aber es sieht nicht sonderlich gut aus, was die Rohstoffe betrifft. Übrigens habe ich das Ganze auch noch ein bisschen erschwert, indem ich gesagt habe, Techniker, nee. Du spielst das Ganze mit Zielsucher. Das heißt, es ist für mich auch nicht einfach, durch das Git Techniker an Rohstoffe zu gelangen, sondern ich muss wirklich was leisten dafür. Und ja. Gut, das Problem ist, ich finde jetzt gerade wenig Kisten, beziehungsweise wenn ich mal eine Kiste finde, dann hat die meistens keine Rohstoffe drin. Was ein bisschen doof ist, Freunde. Ich bräuchte eigentlich schon Rohstoffe, das wäre schon sehr, sehr nice, aber scheint gerade nicht so. Ja, die Runde nehme ich auf jeden Fall, aber sollte sie nicht allzu gut laufen, was ich gerade ziemlich krass befürchte. Zum Glück sind hier keine Rohstoffe, leider sind hier keine Rohstoffe gewesen. Wieso bin ich zum Gegner gelaufen? Ich bin halt ein Depp. Wie man merkt, ich meine, sorry... Hab ich gesagt? Ach, ich bin einfach dumm. Ich meine, ich laufe einfach zum Gegner ohne Rüstung, ohne irgendetwas. Ich wollte eigentlich nur Kisten suchen, aber okay. Passt schon, ich bin ziemlich gut entkommen. Er kommt mir jetzt zwar nach, aber der wird mich nicht mehr erreichen, bevor ich geportet werde. Deswegen werde ich auch hier wiederum die Kiste öffnen, falls ich es noch rechtzeitig schaffen sollte. Auch hier muss ich dann
Eisen noch die Hälfte wegwerfen, aber das erst, wenn ich dann dazu komme, wie beispielsweise jetzt. Wunderbar. So, zwei Eisen weg. Oh, ein Dierschwert, sehr nice. Das habe ich gar nicht bemerkt. Das ist natürlich richtig geil. So ein Dierschwert, ne? Dann habe ich zwei Eisen, ein Gold und sonst nicht groß was. Wenn ich jetzt beispielsweise... Oh, hier ist noch was. Ach, hier liegt Loot am Boden. Das ist das Eisen, was ich weggeworfen habe. Nee, sonst hat es nichts mehr. Schade. Ja, Freunde. Diamantenschwert zählen natürlich nicht zu Rohstoffen. Rohstoffe sind sie nur für unverarbeitet. Das heißt, wenn sie noch in ihrer Rohform sind, deswegen heißt sie auch Rohstoffe. Gut, ich bin jetzt gerade ein bisschen skeptisch, ob das wirklich deswegen Rohstoffe heißt. Aber mal gucken, ne? Ich denke, davon weiß der eine oder andere von euch bestimmt Bescheid. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine, ein bisschen Deutschunterricht tut auch mal gut. So in den Ferien, ne? Wir wissen alle, dass es nicht einfach ist, in den Ferien Deutsch zu lernen. Okay, ja gut. Ist das jetzt wegen dem Internet? Nee, Kompass funktioniert eigentlich. Jetzt hat es auch hier funktioniert. Es hat gerade ein bisschen rumgespastet. Aber so kennen wir es ja. So lieben wir es alle. Okay, hier, was haben wir Brauchbares? Hat es einige brauchbare Sachen. Das ist sehr schön. Natürlich. Okay, du da vorne. Du bist recht gut equipped. Mit ein paar guten Hits könnten wir ihn aber trotzdem wegbashen. Vor allem sind wir Zielsucher, was uns ein... Oh, nee. Nee, der ist um einiges besser equipped, als wir es sind. Das lasse ich lieber bleiben. Nee, weißt du was? YOLO. Er hat immer noch mehr als 5 Herzen, was schon ziemlich krass ist. Komm, ein Hit noch. Jetzt habe ich Speed, jetzt habe ich Speed. Jetzt gehörst du mir, Bro. Yes! Genau so muss das nämlich immer laufen. Und hiervon darf ich nämlich alles verwenden. Alles. Restlos alles. Das ist sehr nice. Eisenstiefel, wunderbar. Die Brust hätte ich sehr gerne noch. Sehr schön. Genau so, Freunde. Genau so killt man nämlich Freunde. Okay, nee, das war kein Freund. Bin ich überzeugt von. Der wird auf uns selbst wenden. Der wäre jetzt nicht mehr mein Freund, spätestens jetzt. Okay, ein Eisenhelm könnte ich machen, aber lohnt sich nicht, weil das ist genau gleich stark für diejenigen, die das noch nicht wissen. Zusätzlich kommt da jemand. Ist schon jemand im Anmarsch. Okay, auf jeden Fall sehr, sehr nicer Kill. Der hat kurzzeitig nicht aufgepasst. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Der hat mich... Alter, hat mich das gerade in der Gegend rumgeleckt. Ohne Witz. Oh, das war schon Finale. Krass. Alter, hat mich das in der Gegend rumgeleckt. Ich konnte überhaupt nicht mehr sprinten. Richtig strange. Aber ich mache jetzt einfach noch eine Runde und die werden wir auf jeden Fall gewinnen, Freunde. Hast du gelackt? Ja. Habe ich auf jeden Fall. Zumindest im Boden drin. Richtig strange auf jeden Fall. Da ist mal wieder mein scheiß Internetanbieter, aber ist irgendwie immer so nach 23 Uhr. Deswegen werde ich den nächsten Part auch erst morgen aufnehmen. Oder beziehungsweise die nächste Runde. Aber ihr werdet sie direkt im Anschluss sehen. Also bis gleich. So, meine Freunde, willkommen bei Runde Nummer 2. Mit der Half Resource Challenge. Halt da immer noch eine sehr, sehr schwere Challenge. Übrigens. Es kann durchaus sein, dass ich jetzt Minecraft komplett ohne Frame-Einbrüche spielen kann, weil ich jetzt mein Crafting-Terminal auf die C-Festplatte verschoben habe, während mein Fraps über die D-Festplatte läuft. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte durchaus so sein. So, jetzt erstmal das Eisen da auf den Boden werfen. Ja, dann denken sie so, was ist das für ein Noob? Der wirft sein Eisen auf den Boden. Ja, tut mir leid. Ich muss das machen. Ist meine Challenge. Oh nee, fast hätte ich das gehabt. Ach, schade. Schade, schade, schade. Aber kann man nichts machen. Dafür darf ich immer noch Werkbänke machen. Wow. Yeah. Nicer, dicer, her. No, no, no. Das war immer so schwer bei der letzten Challenge. Ohne Werkbänke zu spielen, das darf ich nicht nehmen, leider. Aber die Pfeile habe ich. Das ist sehr nice. 15 Pfeile bringen mich ziemlich weit. Dann, ach, schon wieder darf ich das nicht nehmen. Das ist jetzt scheiße, weil ich die aufgerundete Hälfte wegwerfen muss. Ich hätte es lieber so machen sollen, dass ich, wenn ich zweimal ein Eisen finde, dass ich dann beim zweiten Mal das Eisen rausnehmen darf.
Aber darf ich ja nicht. Ich mach das lieber so, ich meine. Wir wollen es ja, wenn schon, denn schon machen, ne? Also, wenn schon schwer, dann schon. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Cool, ein Tarkhitter, sehr schön. Genau solche Leute mag ich. Deswegen friss mal das, du Hurensohn. Hey. Guck mal, jetzt verpisst er sich. Jetzt verpieselt er sich. Hehehe. Das kannst du mir nicht antun, Brohim. Da hast du jetzt mal in die Kacke gelangt mit dieser Scheißaktion. Sorry, aber das funktioniert bei mir nicht so einfach, das Targeting. Da habe ich schon ziemlich Erfahrung mit. Okay, es ruckelt trotzdem noch ein bisschen, aber beim Craften, beim Kämpfen geht's jetzt eigentlich wirklich. Ich bin ziemlich erstaunt, aber das funktioniert ja alles. Richtig, richtig cool. Und da ich ihn selbst gekillt habe, darf ich auch den ganzen Loot behalten. Hiervon jedoch nur die Hälfte. Auch hier nur die Hälfte. Wir wissen ja alle Bescheid, ne? Auch hiervon wieder nur die Hälfte. Und dafür haben wir jetzt trotzdem schon wieder 4 Gold. Plus, hatte der noch was? Nee, hatte leider nicht. Schade. Da noch ein bisschen Gold wäre echt nicht schlecht gewesen. Hier wurde schon gelootet. Okay. Aber wir haben schon einen Kill auf dem Konto, was eigentlich ziemlich chillig ist. Hier darf ich den einen hier nehmen. Den Rest muss ich lassen. Mal kurz. Das darf ich auch noch nehmen, logischerweise. Das ist keine Ressource, also kein Rohstoff. Und deswegen gilt das ja nicht zu dieser Regel. Ich könnte es natürlich auch machen, dass ich das für jedes Item gelten lasse. Das wäre dann sozusagen die erschwerte Challenge hiervon. So, hier noch mehr. Zack, zack. Das ist ein Trank der Schnelligkeit. Der nützt bei diesem Kit leider nicht sonderlich viel. Deswegen werfe ich den auch gleich mal hier runter. Gut, den hätte ich trotzdem noch der hätte trotzdem noch hilfreich sein können für so abhauen. Weil einen kurzen Speedboost gibt es mir dennoch. Aber da finde ich die Enderperlen eigentlich ziemlich viel nützlicher. So gesehen. Ist jemand in der Nähe? Eben nicht in der Nähe. Eben niemand ist in der Nähe bei mir. So, ich könnte mir ein Dia-Schwert machen, aber ob sich das lohnt, weiß ich eben jetzt gerade gar nicht. Ich verzaubere lieber mein Eisenschwert auf Schärfe, ne? Macht mehr Sinn, denke ich mal. Klar, ich könnte ein Dia-Schwert machen, das dann wiederum verzaubern, aber dann warte ich lieber, bis ich Dia-Stiefel machen kann, weil das lohnt sich dann einfach mehr. Wobei ist es nicht so, dass, obwohl man wenn man Eisenstiefel hat, dass die genau, dass die genau gleich stark sind wie Dia-Stiefel. Ich weiß es nicht. Aber ich verzaubere jetzt erstmal mein Schwert. Hallo? Okay. Bestes Internet mal wieder. Haltbarkeit, Alter. Wieso konnte ich vorher nicht verzaubern? Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen strange vor, aber passt schon. So, ich habe 6 Gold, damit könnte ich mir theoretisch einen Helm machen. Aber da vorne ist ein Gegner, den könnte ich ganz schön mit dem Bogen zu spammen. Aber ich bin halt kein Ungeheuer, deswegen ist das nicht so schlimm. Ich weiß, Spamming, das ist ja das, was mich nervt, ne? Deswegen hasse ich ja auch Ungeheuer. Aber bei denen hasse ich es, weil die dadurch noch viel, viel stärker werden, als sie ohnehin wären. Also, ich meine, Bogenspamme ist ja so schon krass, aber ich treffe einfach nicht. Ich habe ziemlich viele Pfeile, das ist halt ziemlich gut, ne? Komm, ich habe keine Rüstung. Leg dich doch mit mir an, Bro. Ey, Alter, hat der Angst? Das ist auch Zielsucher. Der verpisst sich einfach. 21 Pfeile habe ich noch. Oder hat der mich gar nicht bemerkt? Ich meine, ich habe den ja auch noch nicht getroffen. Ey, Alter! Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Oh, scheiße, hier hinten ist die Border. Das kommt mir nicht gut. Ich
will mich eigentlich schon mit ihm anlegen. Ach, das war so klar. Ich habe gerade gedacht, so, ja, jetzt werde ich dann eh geportet. Ach, Mann. Ich weiß nicht, wieso der nicht gekämpft hat. Das macht irgendwie wenig Sinn. So, hier habe ich noch mehr Pfeile. Dann war das andere kaum Verschwendung. Das ist schön zu wissen. Dann mache ich hier noch einen Eisenhelm. Das ist auch gut. Eine Goldhose, auch gut. So. Dann sind wir eigentlich auch gar nicht mal so schlecht equipped. Aber uns fehlt halt immer noch eine Brust. Habe ich eigentlich Leder? Alter, ich habe einfach nur 6 Leder. Das ist jetzt erstaunlich wenig. Aber passt schon. Ich glaube, den anderen hätten wir eh nicht gekriegt. Weil der hatte ein Dia-Schwert und ja. Ich habe ja auf meinem Eisenschwert nur Schärfe, Haltbarkeit. Schärfe wäre ja eben gut. Oder auch Rückstoß, das wäre richtig geil. Rückstoß ist so ziemlich das Beste, meiner Meinung nach. Gut, seit der 1.8 eigentlich nicht mehr so, aber bei der 1.7 damals war das richtig geil, weil damit konnte man einfach übelst krasse Kombos machen, solange man nur Rückstoß 1 drauf hatte. Rückstoß 2 war schon fast ein bisschen zu heftig und dann musste man dem Gegner noch nachrennen, wodurch es fast wieder schwerer wurde. Gut, dafür hat er dann noch zusätzlich Fallschaden kassiert, meistens. So, hier haben wir wieder ein paar Sachen. Ein paar tolle, dulle Sachen. Ach Gott, Mann. Jetzt habe ich aus Versehen die Tränke aufgeteilt. Ohne es zu wollen. So. Und das packe ich auf die 4. Die Schadenstränke. Oh, Alter, ich habe aber schon ein paar Ruckler. Ja, also viel hat es vermutlich nicht gebracht. Aber es bringt schon etwas. Die Ruckler sind mehr verteilt, nicht nur auf die Kampfsituation fokussiert. Sag's mal so. Ich bin ziemlich weit weg vom Gegner und es leben nur noch 3 Leute. Ich hoffe mal, dass die anderen beiden kein Team machen. Das wäre nämlich nicht so geil. Das wäre überhaupt nicht geil, weil ich so schon krass im Nachteil bin. Mit dem ganzen Zeug, was ich schon gefunden habe, hätte ich mir wahrscheinlich schon längst eine Brust machen können. Eine Eisenbrust. Aber ich durfte ja das ganze Zeug nicht mitnehmen. Das ist halt ein bisschen problematisch. Aber so läuft halt die Challenge nun mal. Ich meine, wo wäre sonst der Schwierigkeitsfaktor? Naja, dafür habe ich jetzt genug Leder, um mir eine Lederbrust zu craften. Damit warte ich hingegen noch, bis ich geportet werde. So, okay, die anderen beiden scheinen auch gerade nicht in der Nähe zu sein. Dann gehe ich mal nicht davon aus, dass die ein Team stellen. Das ist gut. Für mich zumindest. So, hier haben wir noch einen Vergiftungstrank. Das ist sehr nice. Vor allem, weil Gift halt immer viel wirkt. Und vor allem hilft es lange. Also Gift hält ziemlich lange normalerweise. Ein Dia-Helm zu machen lohnt sich nicht, ne? Das wissen wir ja alle. Da ist ein Eisenhelm genau gleich stark. Ne, war kurz. Eisenhelm ist gleich stark wie ein Goldhelm. Dann ist der Dia-Helm doch stärker. Weil es jetzt vielleicht ein bisschen doof ist. So, übrigens sind wir bereits im Finale, was ziemlich krass ist eigentlich. Enderperlen packe ich noch nach unten und Essen. Essen bräuchte ich vielleicht auch noch unten, aber dafür habe ich jetzt keine Slots frei. Naja, egal, passt schon. Jetzt können wir entweder Endbattle machen, aber ich gehe davon aus, dass der Gegner ziemlich gut equipped sein wird. Aber wir können es natürlich versuchen, unser Bestes zu geben. Ich hoffe mal, dass das kein Fallensteller ist, weil ansonsten wäre das nicht so nicer, dicer. Überhaupt nicht, eigentlich. Und ich habe ja immer noch meine Regeneration-Trank plus meine ganzen Heiltränke. Damit kann ich auf jeden Fall was reißen, da bin ich überzeugt von. Und vielleicht passt der ja gerade in dem Moment nicht auf, wo ich bei ihm bin. Ich weiß es ja nicht. So, das nehme ich jetzt gerade mal. Und jetzt habe ich nämlich auch einen Slot frei für Essen. Ich habe ihn getroffen. Nice. Dann habe ich hier noch ein paar Schadenstränke für ihn zum Servieren. Yes. Nice getroffen, Alter. Er hat mich aber auch. Aber ich habe noch meine Heiltränke und meine Regeneration. Deswegen macht das nicht mehr viel her. Boah, Alter. What the fuck? Der hat mich richtig schnell gehittet. Richtig krass, Alter. Mano, wieso ist er so scheiße gut equipped gewesen? Das ist unfair. Der hat mich aber richtig schnell gekillt. Das war ein bisschen scheiße mit der Rüstung. Mann, ist das eine scheiß Challenge, ohne Witz.
Ach, ich geb's auf, Freunde. Die nächste Challenge werde ich auf jeden Fall gewinnen, Freunde. Das kriegen wir sowas von hin. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und stellt mir eure Challenges in den Kommentaren. Bis dahin, haut rein. Tschüss.